Hallo, ich bin Kaspar Armster und ich werde heute euch etwas zum Thema NOT, so nenne ich das, Network of Things, zum IoT, Internet der Dinge, erzählen. Und am besten schauen wir mal gerade direkt rein, wer ich bin. Also ich habe die Community mitgegründet im Rhein-Sieg-Kreis. Und ich bin als IoT-Consultant für verschiedene Städte und Kommunen tätig, quer durch die Republik. Ich habe unter anderem auch für die GU-Tech im Oman schon gearbeitet, mit der Bertelsmann-Stiftung zusammen, mit der Open Knowledge Foundation. Und bin dort unterwegs und halte diverse Vorträge auf der Froscon, auf der Bits und Bäume, auf dem jährlichen Kongress in Leipzig und immer wieder zum Thema LoRaWAN und The Things Network. Und zu dem Thema werde ich auch heute etwas hier beitragen. Das habe ich ja eben schon angekündigt, vom Netzwerk zum Internet der Dinge. Und ich wollte nur ganz kurz noch vorwegschieben, wer sich hier quasi hin verirrt hat und erwartet, jetzt ganz tief Einblicke über LoRaWAN zu bekommen. Nee, nicht wirklich. Also da gibt es ein paar Vorträge, auf die wollte ich jetzt gerade verweisen. Die seht ihr gerade hier in den Slides. Da gibt es Links von alten Vorträgen. Heute geht es tatsächlich darum, wie die LoRaWAN-Landschaft in Deutschland aufgestellt ist und warum ich das nicht so gut finde, wie sie zum Teil funktioniert und was wir daran besser machen können und wie wir, glaube ich, zusammen ein gemeinsames großes Netzwerk aufstellen können. Ich gehe dann auch mal direkt in Medias Res und was bisher geschah. Wir haben letztes Jahr an gleicher Stelle hier, danke an die Froscon, ein erstes Meeting gehabt zu dem Thema, wie wir uns deutschlandweit im Bereich vom The Things Network und den LoRaWAN Communities aufstellen können. Da war unter anderem die Stadt Düsseldorf, die Stadt Moers, Bonn waren hier zugegen und verschiedene Communities und wir haben darüber diskutiert, wie es mit der Datenhaltung aussieht, wie es mit der Netzwerkinfrastruktur aussieht und so weiter. Und damit haben wir quasi den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht. Dann gab es weitere verschiedene Treffen über das Jahr verteilt, zum Beispiel in Hamburg bei dem Forum offene Stadt Hamburg. Dort gab es auch den OK Lab Summit und ein größeres Treffen mit diversen Communities aus Deutschland. Und auch dort haben wir uns dann mit dem gleichen Thema auseinandergesetzt, genauso wie auf dem 36C3 dann im tiefen Winter in Leipzig. Auch dort haben sich verschiedene Aktivisten zu dem Thema getroffen und anschließend das letzte richtige Treffen fand dann in Amsterdam statt, wo wir bei der The Things Conference aufeinander getroffen sind. Und dann kommen wir auch schon zu dem Punkt, dass sich Dinge getan haben, wir nicht nur drüber geredet haben. Unter anderem wurde die TTN-Community Null Island gegründet und danach gab es halt diverse Online-Meetings. Aber worum ging es eigentlich überhaupt? Was in Deutschland gerade passiert, erinnert so ein bisschen an Deutschland in den Grenzen von 1648. Eigentlich war es gar nicht Deutschland, sondern, wie heißt es so schön, das Heilige Römische Reich. Und damals gab es 300 diverse souveräne Stadtstaaten oder Staaten, Grafen, Fürstentümer in Deutschland und man musste immer von einer Stadt in die andere über ganz viele Brücken quasi gehen, Zölle bezahlen, Einfuhrsteuern und so weiter. Und Deutschland war quasi ein Flickenteppich. Das ist genau das, was gerade passiert, wenn wir uns LoRaWAN anschauen. Jede Kommune glaubt, ein eigenes Netzwerk aufbauen zu müssen oder möchte das gerne für sich haben und baut neben ihrer Nachbarkommune her einfach ein eigenes Netzwerk. Und viele davon bauen halt für sich selber und diese Netzwerke existieren nebeneinander her, benutzen die identische Technologie, aber sie haben keine Verbindung untereinander. Und diesen Missstand im Grunde genommen gilt es auszutreiben. Dabei haben diese Stadtwerke oder Kommunen natürlich unterschiedliche Strategien, die sie verfolgen. Ja? Eine der Strategien, also bei größeren Städten, ist zum Beispiel das Ganze on-prem zu machen, im eigenen Haus zu haben. Die haben große IT-Abteilungen, die sagen, Sicherheit geht uns vor. Die haben Glasfasernetzwerke durch die Städte liegen, an denen die ihre Gateways direkt anschließen, entsprechende Serverfarmen dahinter.
Und die scheren sich nicht irgendwie um Community-Netzwerke oder so etwas, sondern die bauen einfach alles komplett selber. Mittlere Städte dagegen gehen gerne diese One-Stop-Solutions ein. Das heißt, die finden einen Anbieter, der ihnen dann eine Cloud-Lösung verkauft, vermietet, verliest. Und also quasi so eine Art Software-as-a-Service dann. Und diese laufen dann quasi explizit für diese einzelne Kommune. Und da werden dann auch die ganzen Sensorik, die ganzen Gateways, werden alle aus einer Hand gekauft. Das macht es natürlich sehr einfach für die Kommunen oder Stadtwerke, sehr schnell ein Netzwerk aufzubauen, weil das, was da aus dieser einen Hand kommt, das passt natürlich auch sofort erstmal schon mal zusammen. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade kleinere Kommunen dann eher noch offener sind, wenn es um die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft geht, wenn es auch um Einbindung von Industrie und so weiter geht, von Wirtschaft. Und die haben meistens gar kein Budget, selber großartig an Infrastruktur im Hintergrund zu bauen, sondern die sind schon froh, wenn sie Gateways und Standorte und so weiter ausrollen können und einfach schon ein, zwei Use Cases auf die Beine stellen. Dadurch setzen die durchaus auch auf das Community-Netzwerk, also auf das The Things Network, und was quasi ja kostenfrei vom The Things Industries aus Amsterdam zur Verfügung gestellt wird, und erweitern dieses und benutzen quasi dann auch einfach das entsprechend kostenfreie Backend von The Things Industries, um damit ein Netzwerk aufzubauen. Das hat schon mal natürlich ein paar Vorteile, unter anderem, dass tatsächlich dieses Netzwerk von vornherein offen ist. Auch andere Kommunen, zum Beispiel hier um die Ecke, die Stadt Bonn, möchte das Netzwerk offen gestalten. Allerdings ist da noch nicht so ganz klar, wie das funktioniert. Also wie komme ich als Bürger überhaupt an Zugangsdaten, um meine Sensorik dort in diesem Netzwerk betreiben zu können? Das wird jetzt irgendwie alles kommen, aber so richtig klar ist das halt noch nicht. Und Da kommen wir zu dem Punkt, dass es eigentlich schön wäre, wenn diese Netzwerke untereinander sprechen würden. Das ist ja nichts Neues, ne? Wir kennen alle das Internet, und deswegen, oder wenn wir in die Vergangenheit gucken, ich habe hier einfach mal ein Beispiel genannt, wenn es ein bisschen älter ist, der kennt diese Bulletin Board Systems, also ob das jetzt Fido, Maus, Znet und so weiter war, da haben sich nebeneinander her verschiedene Systeme entwickelt, die eigene Netzwerke waren, aber man wollte natürlich auch Messages von einem in das andere schicken, also hat man Gateways dazwischen installiert, die eine Brücke zwischen den einzelnen Netzwerken als Brücke aufgestellt waren. Diese Netzwerke waren dadurch quasi verknüpft. Wir kennen das natürlich auch aus dem Mobilfunk, wo man auch von einem ins andere Netzwerk und so weiter roamen kann. Das hat ein paar Nachteile, ein paar Vorteile. Der erste Nachteil ist im Grunde genommen, dass Verträge zwischen den einzelnen Netzwerken geschlossen werden müssen. Und wer schon mal weiß, auf so kommunaler Ebene verschiedene Verträge zu schließen über irgendwelche Datenaustausche, weiß, dass das Ganze von Datenschutz bis zur Sicherheit ziemlich kompliziert werden kann. Und das nimmt halt sehr, sehr schnell zu. Wenn ich ein Netzwerk mit einem zweiten verbinde, ist das noch ein Vertrag, den ich abschließen muss. In dem Moment, wo ich irgendwie zwei oder drei Netzwerke verbinde oder dann vier Netzwerke, nimmt die Anzahl der untereinander zu schließenden Verträge entsprechend schnell zu. Gleichzeitig müssen Schnittstellen geschaffen werden, wie diese Netzwerke miteinander reden. Der eine hat dann die eine Schnittstelle, der nächste unterstützt die zweite Schnittstelle, und dann müssen irgendwie wieder irgendwelche Krücken geschaffen werden, damit die dann doch wieder hinten herum Daten austauschen können. Das Ganze auch nicht wirklich transparent ist. Und einen Zugang zur Community schaffe ich damit immer noch nicht. Also dazu müsste ja dann noch wenigstens ins The Things Network ein Zugang erstellt werden. Und da haben sich die Kollegen vom The Things Industries einen schönen Workaround oder ein schönes Stück Software überlegt, und das nennt sich Packet Broker. Dieser Packet Broker ist quasi so eine Art Verknüpfung, ist dafür da, um LoRaWAN-Netzwerke zu verknüpfen. Basiert quasi auf Standards wie MQTT. Man braucht jeweils nur einen Vertrag abschließen, also jedes Netzwerk schließt einen Vertrag mit dem Packet Broker ab und kann dann ohne weiteres dort die Daten austauschen. Dabei sind solche Dinge möglich wie, ich gebe nicht alle meine Daten mit, die ganzen Metadaten, also wie zum Beispiel Empfangsstärken jetzt auf meinen Gateways sind, sondern wenn mein Gateway Daten von einem anderen Netzwerk empfängt und es weitergereicht wird, dann gebe ich nur die Payload durch, also damit die wirklichen Daten ankommen. Aber über meine Netzwerkinfrastruktur möchte ich vielleicht nichts sagen, und dann kann ich solche Daten auch zurückhalten. Da kann man auf verschiedenen Möglichkeiten, kann man dort sehr schnell tätig werden und auch sehr schnell diese Netzwerke untereinander verknüpfen.
Das Ganze wurde etwas ausführlicher jetzt bei dem Things Network Conference im Januar behandelt. Da gibt es auch einen längeren Talk von Johann Stocking dazu, der zu The Things Industries gehört. Und den kann man sich gerne mal anschauen. Da geht er genauer darauf ein, wie diese Daten von A nach B fließen. Bei mir unten in dieser Grafik, da sieht man quasi zwei Netzwerke, das obere und das untere, und dann sieht man rechts rüber, das sind diese lila Kästchen, das sind quasi die Anschlüsse an das Backend vom Packet Broker, und hier werden dann die Daten entsprechend übermittelt und ausgetauscht. Es gibt auch einen längeren Talk, also einen längeren Abschnitt dazu, warum das Ganze so gut ist und warum Roaming in LoRaWAN tatsächlich, er hat es Dead on Arrival genannt, warum das nicht die richtige Lösung ist. Und tatsächlich gab es erst Ideen, Roaming in LoRaWAN einzubauen. Mittlerweile ist es so, dass der Packet Broker auch zertifiziert von der LoRa Alliance ist, und er ist auch als Open Source, man findet die veröffentlicht, man findet ihn auf GitHub, man kann ihn also auch selber laufen lassen. Und es kommt noch dahin zu, dass selbst das The Things Network ihn im Hintergrund schon einsetzt. Also im Hintergrund, wer sich ein bisschen mit dem The Things Network auseinandergesetzt hat, weiß, dass es dort verschiedene Serverfarmen gibt, die einsetzen in Europa, dann gibt es Amerika und Asien und so weiter. Und die sind untereinander über diesen Packet Broker auch schon verbunden. Also der ist schon im produktiven Einsatz und tauscht, also wenn wir jetzt hier Pakete durch die Gegend schicken, durchaus im Hintergrund schon Daten zwischen den einzelnen Clustern, die es im The Things Network gibt, aus. Genau. So, dann hat sich, ich habe das ganz am Anfang schon gehabt, dieses TTN Null Island, was ist das überhaupt? Da hat sich eine Community gegründet, die auf einem kleinen Fehler im TTN Backend basierte. Im April und im Mai landeten plötzlich 3700 Gateways auf der Koordinate 0, 0, also 0 nördlich, 0 östlicher Breite und Länge. Und sprich, die ganzen Geokoordinaten waren verloren gegangen. Die größte The Things Network Community der Welt im Grunde genommen war auf einem Fleck vereint, mitten im Atlantik, das sogenannte Null Island. Und dann hat sich jemand Findiges dazu überlegt, ja gut, dann gründe ich doch eine Community an dieser Stelle, so eine Art Meta-Community, die dann tatsächlich auch Unterstützung fand von den Betreibern des The Things Network selber. Also wer die Community mal sucht, auf der The Things Network Seite wird die auch finden und entsprechend Beiträge darüber finden und sehen, wer dort alles Mitglied ist. Und aus dieser Idee heraus kam dann dieses Thema wieder auf, ob wir nicht für Deutschland einen eigenen Cluster betreiben sollen im The Things Network, ob wir nicht also quasi den ganzen Netzwerk-Stack, der ja mittlerweile seit letztem Jahr in der V3 vorliegt, der heißt jetzt einfach nur noch The Things Stack Version 3, ob man den nicht selber betreiben möchte und sich dann über diesen Packet Broker quasi in das The Things Network reinhängt und natürlich Daten mit allem anderen, die auch im The Things Network sind, austauschen kann, aber das Backend quasi selber betreibt und da auch dann die eigene Kontrolle darüber hat und natürlich vielleicht sogar einen besseren Service liefern kann, als die Kollegen das in Amsterdam machen. Für die ist es ja, ich sag mal, wird es auch immer größer und unübersichtlicher, dieses Netzwerk. Und die würden sich sicher vielleicht auch freuen, wenn es hier eine Community oder eine Art Vereinigung gäbe, die für die deutsche Community dieses Netzwerk selber betreibt. Dazu gibt es mittlerweile auch erste Kontakte nach Amsterdam. Und die sind dem Ganzen auch gar nicht so abgeneigt, aber es gilt natürlich ganz, ganz, ganz viele Dinge zu klären, wer wann was wo macht. Und zu dem Thema gibt es einen Twitter-Account zu TTN Null Island, dann findet man uns auch in einem Matrix-Raum, den werde ich am Ende nochmal verlinken, und auf diversen Videokonferenzen, also mindestens zwei sind jetzt mittlerweile schon stattgefunden zu dem Thema, wo die unterschiedlichen Aktivisten und Communities miteinander sprechen, die sich dort einbringen wollen und die ihr Know-how dort zur Verfügung stellen, um das Ganze auf die Beine zu bringen. Das ist jetzt noch ein bisschen grob, sage ich mal, aber es wird immer nach und nach sich mit Sicherheit ausdehnen. Und zu dem Thema wären wir auch gar nicht die Ersten, weil es gibt schon drei Cluster, die gar nicht von TTI selber betrieben werden. Der eine ist das Open Network Infrastructure Association in der Schweiz, die für die komplette Schweiz den TTN-Cluster betreibt.
Dann gibt es Catapult Digital, das ist, macht das gleiche in der UK und Meshed macht das in Australien. Zum Teil, zum Beispiel im Fall von Meshed, sind das auch Unternehmen, die ganz normal das The Things Network einsetzen in ihrem ganz normalen Vertriebsbereich. Also um mal zum Beispiel über Meshed zu reden, die haben bieten diversen Kommunen oder Städten dort unten in Australien an, für sie erste Use Cases auszurollen und haben so ein Paket mit irgendwie 2-3 Gateways und ein paar Sensoren und ein bisschen Backend dahinter, also ein paar Dashboards. Und das können die Kommunen sehr preiswert einkaufen bei denen. Und dann wird halt über Meshed entsprechend auch Support geleistet. Und im Hintergrund betreiben die halt quasi kostentransparent dann den TTN-Cluster selber für komplett Australien, wo natürlich dann auch die Communities, also die in Australien existieren, auch einfach draufhängen. Und einfach auch schon den Vorteil haben, dass wenn mal was schief geht, haben sie in der richtigen Zeitzone schon allein die Ansprechpartner. Ne? Die Wege von Australien nach Amsterdam sind natürlich mit ziemlich viel Zeitversatz gekennzeichnet. Und das ist vielleicht ganz gut, wenn man vor Ort einen Partner hat, der dieses Netzwerk auch dann tatsächlich betreibt. Und das ist tatsächlich etwas, was hier auch probiert wird oder wo wir versuchen, das Ganze aufzustellen. Und dazu gab es dann auch schon verschiedene Ideen, welche Software dafür eingesetzt werden kann. Es wurde schon mit ChirpStack ausprobiert. Am Ende lief es aber darauf hinaus, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es der V3-Stack, also ThinkStack auch wird, aus Kompatibilitätsgründen und einfach, weil er am besten, wie soll ich sagen, skaliert auf die entsprechende Größe, weil in Deutschland ja dann doch etliche The Things Networks Communities darauf laufen werden. Das Ganze hat erstmal auch keine direkten Auswirkungen für die Communities in Deutschland. Also wenn man ganz normal auf dem europäischen Server-Cluster bleiben möchte, dann braucht man auch nichts umstellen. Also das funktioniert einfach nach wie vor. Jetzt mal gesetzt der Fall, dass wir würden das Ganze eingerichtet haben. Man könnte dann nur freiwillig, wenn man das wollte, könnte man auf den deutschen Stack quasi wechseln. Also jeder, der jetzt schon mal ein Gateway eingerichtet hat, kennt das, dass man quasi auswählt, auf welchen, ob es EU ist, Amerika, Australien und so weiter. Also wo das Gateway, in welchem Cluster das eingerichtet wird, und da würde dann halt Germany noch als weitere Auswahlmöglichkeit dazukommen und dann kann man seine Gateways darüber einrichten. Im Hintergrund würden die Daten eh weiter ausgetauscht, also wer mit dem Tracker dann über die niederländische Grenze fährt oder nach Frankreich oder woanders hin, würde dann quasi die Daten über diesen Packet Broker im Hintergrund von den anderen Clustern entsprechend zugespielt bekommen. Und das ist quasi für den einzelnen Nutzer von vorne im Grunde transparent. Der bekommt das gar nicht mit, was dort im Hintergrund passiert. Dazu wird es natürlich auch weitere Gespräche geben und ich hoffe, dass wir dort auch weiterkommen. Also gerade die Kombination aus dem eigenen Cluster, also aus dem The Things Network, also The Things Stack V3 und dem Packet Broker zusammen, würde es erlauben, quasi diverse Communities anzubinden. Und wenn ich dann nochmal ganz kurz quasi zurück zu dem Packet Broker gehe, es wäre natürlich auch große Klasse, wenn die anderen Kommunen, die zurzeit auf proprietären Lösungen quasi setzen von den diversen Anbietern, die es da draußen gibt, wenn die entsprechend auch sich dazu durchringen würden, eine Schnittstelle zu schaffen zu dem Packet Broker hin, damit auch dort in Zukunft Daten ausgetauscht werden können. Dadurch, dass das Ganze ein MQTT ist, also quasi ein Standard, ein Internetstandard ist, der auch natürlich TLS und so weiter verschlüsselt werden kann, ist das Ganze A sicher und B sollte sich das Ganze relativ einfach umsetzen lassen. Ich will jetzt gar keine weitere Firmen nennen, die hier in Deutschland und Umgebung das Ganze anbieten. Aber genau die sind natürlich davon betroffen, also beziehungsweise das wäre schön, wenn die sich auch daran beteiligen würden, dass die Netzwerke, die in den verschiedenen Kommunen gebaut werden und die nicht auf dem Community-Netzwerk basieren, sich auch in Zukunft damit, also Daten, dass da in Zukunft ein entsprechender Datenaustausch möglich ist. Dann habe ich noch
weiteren Punkt, mit dem haben wir damals gestartet, das ist der, ich nenne es jetzt mal Data Lake Deutschland. Jeder, der hier draußen eine Community betreibt oder der in einer Community tätig ist, weiß das. Es gibt immer wieder tolle neue Projekte und diese Projekte brauchen irgendwie Daten und müssen Platz haben, wo diese Daten landen. Das Ganze, worüber wir vorher jetzt gesprochen haben, den IoT-Broker, den ThingStack und so weiter, der speichert keine Daten, der visualisiert keine Daten, der reicht einfach Daten durch. Von der Node über das Gateway, über den Netzwerk-Stack und hinten fallen die, purzeln die dann quasi heraus und ich muss selber dafür sorgen, was mit diesen Daten passiert. Jetzt habe ich zum Teil Imker oder andere Menschen, die gerne das Ganze nutzen wollen, die aber gar keine Ahnung davon haben, wie so Netzwerke funktionieren, die geschweige denn einen eigenen Server aufsetzen können, eine Datenbank installieren und dann auch noch irgendwie sorgen können dafür, dass sie vernünftig nachher angezeigt werden. Für diese Menschen brauchen wir eine Lösung, die ein bisschen einfacher ist, als für jeden wieder eine neue virtuelle Maschine aufzuziehen und wieder eine neue Datenbank zu installieren und wieder ein neues Grafana und ein neues Node-RED zu installieren. Das kann man einmal machen, das funktioniert innerhalb einer Community natürlich auch und da können verschiedene Menschen drauf und die können alle ihre privaten Daten dann hin und her und austeilen, tauschen, aber es gibt dann vielleicht doch mal Daten, die irgendwie privat gehalten werden und dann fängt man an, über so Dinge wie Mandantenfähigkeit nachzudenken, was in Node-RED zum Beispiel zurzeit nicht möglich ist, die Daten, die da durchlaufen, jeder, der einen Zugriff auf Node-RED hat, kann alle die Daten sehen, die da durchlaufen. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter und da wäre auch dann vielleicht eine andere Software. Also ich habe hier mal Fireware, Frost und dann gibt es das ThingSpot. Also gar nicht direkt auf eine Tool-Diskussion hier einzugehen. Aber es gibt natürlich Lösungen für diesen Ansatz. Und da wäre es natürlich großartig, wenn wir langsam mal dazukommen, darüber Gedanken zu machen, ob es so eine Plattform nicht geben könnte im Zusammenschluss von diversen Communities oder auch von einfach Enthusiasten, die sagen, wir stellen das jetzt und unsere Arbeitszeit zur Verfügung, um so eine Plattform zu betreiben. Und diese Plattform steht dann am Ende allen zur Verfügung. Alle Communities haben die Möglichkeit, dann dort für ihre einzelnen Projekte die Daten zu speichern, aufzubereiten und so weiter. Wichtig sind so Dinge wie eine vernünftige API zur Ein- und Ausgabe, dass die Daten entsprechend strukturiert und vor allen Dingen auch, strukturiert und dass man die Daten rein und raus bekommt, auch wieder in andere Projekte oder dass man sie auch mit wissenschaftlichen Daten abgleichen kann und man da quasi Analysen über Datensätze laufen lassen kann. Es gibt da draußen sehr, sehr viele andere Projekte, die jetzt nicht direkt mit LoRa waren oder im IoT-Bereich nur begrenzt zu tun haben. Also es gibt da Lüftdateninfo natürlich, um mal eins der größten zu nennen hier draußen, die natürlich eine große Infrastruktur mittlerweile haben, wo sie ihre Daten liegen haben. Und trotzdem, jeder hat seine eigene API, jeder hat seine eigenen Projekte und das Ganze mal irgendwie übergreifend zu betrachten, wäre klasse. Frage ist da, wie wir dort vorankommen, also wie wir dort weiterkommen, dass wir dort auch so einen Betrieb machen können. Ich gehe jetzt nochmal schnell, das sind im Grunde genommen die drei Dinge, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe. Das ist der TTN-Cluster in Deutschland, das ist die Vernetzung der lokalen kommunalen IoT-Netzwerke und das ist der Data Lake in Deutschland. Diese drei Dinge, um die müssen wir uns kümmern und die müssen wir, also glaube ich, dass wir die lösen müssen. Ansonsten sieht tatsächlich natürlich unsere Karte so aus, wie die am Anfang, die ich da gezeigt habe. Wikipedia sprach halt von über 390 diversen Stadtwerken, die wir haben, die tatsächlich zurzeit an alle LoRa mal gelesen und gehört haben und jeder von denen möchte gerne ein eigenes Netzwerk aufbauen. Jeder von denen fängt gerade an, ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Ich war auf der The Things Conference in Amsterdam und dort war ungefähr ein Drittel der Besucher, sagte man mir, wäre aus Deutschland. Also das fängt gerade dort, gerade hier bei uns, gerade an zu boomen. Und wir kommen alle hier aus verschiedenen Communities, die meisten von uns, glaube ich, die gerade jetzt hier zuschauen. Und wir arbeiten vor Ort auch natürlich mit Kommunen und mit Städten und mit Gemeinden und vielleicht auch mit Stadtwerken zusammen. Aber dazwischen gibt es immer ganz viele weiße Punkte auf der Karte, die das nicht tun, wo vielleicht auch keine Aktivisten sind und die dann hingehen
und einfach selber ins Regal greifen und schauen, was hat der ein oder andere Anbieter im Portfolio und sich dort quasi ja beraten lassen und dann ganz schnell mal so ein Netzwerk aufziehen und die Stadt mit Sensoren, sage ich mal, überschütten. Aber da hat die Zivilgesellschaft meistens keinen Platz und selbst die Wirtschaft ist dort außen vor. Da wird dann erstmal in kommunaler und stadtwerklicher Richtung gedacht. Und diese Netzwerke, es geht so weit, dass sie sich am Ende quasi sogar blockieren. Also wer sich ein bisschen mit der Technologie auskennt, weiß, dass wir da über Airtime reden und weiß auch, dass wir so Dinge wie eine Adaptive Data Rate haben. Also sprich, dass wir, wenn der Empfang gut ist, die Geschwindigkeit hochsetzen können und dadurch die Airtime, die ein Sensor benötigt, reduzieren können. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir dann auch Netzwerke zusammen verknüpfen und dadurch eine breitere Abdeckung bekommen. Ja, ansonsten werden wir, also dadurch, dass das ein offener 868 Megahertz, dadurch, dass es eine offene Frequenz ist, werden wir uns irgendwann sonst da gegenseitig zubrüllen. Wir kennen die Situation, wie sie bei den WLANs ist, ne, und wie zugestopft das 2,4 Gigahertz Band ist und dass da eigentlich schon keiner mehr rein möchte. Und das ist tatsächlich was, wo wir sagen müssen, da brauchen wir eine Verknüpfung und da ist so etwas wie dieser Packet Broker ein ganz klasse Weg dahin. Gleichzeitig den Cluster in Deutschland aufzubauen und zu sagen, ja, wir können dieses Backend, das ganze Netzwerk selber betreiben. Da gibt es natürlich positive Beispiele aus anderen Bereichen. Also ich denke hier an den Freifunk Rheinland zum Beispiel und das Backbone-Team, die ja hier für diverse Freifunk-Communities den Exit quasi zur Verfügung stellen, das Backbone im Hintergrund. Und die Jungs da keine Zeit und Mühen scheuen, um das Ganze am Laufen zu erhalten. Und so ähnlich, also vielleicht nicht von der Struktur her, aber so ähnlich professionell ausgelegt müsste auch tatsächlich ein Team zusammenarbeiten, was dieses Backend betreibt, damit wir auch ohne, dass jetzt irgendwelche Verträge mit SLAs und so weiter abgeschlossen werden, aber dass wir trotzdem eine entsprechend hohe Ausfallsicherheit haben und das Ganze vernünftig organisiert bekommen. Und wenn man bei dem Punkt ist, diese Serverlandschaft zu betreiben, wo die Daten durchfließen, dann ist man natürlich auch schnell bei dem Punkt zu sagen, lass uns doch auch was ausarbeiten, wo diese Daten dann hinfließen. Also dieser ganz rechts jetzt hier Data Lake, also irgendwie ein Ort, wo wir Daten finden können, wo wir Daten aufbereiten können, wo wir Daten speichern können. Das sind drei, wenn man so möchte, sind das drei verschiedene Teile vielleicht eines Ganzen. Vielleicht sind es auch drei unterschiedliche. Die werden sicher auch nicht gleichzeitig realisierbar sein. Die technischen Anforderungen für jede von diesen drei Dingen ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich mal beim Packet Broker bleibe, vielleicht haben wir da gar keinen Aufwand, weil das Ding läuft eh bei den Amsterdamer Jungs, also in den Niederlanden. Und wir müssen uns nur hier vor Ort durchsetzen, dass die Stadtwerke, die wir kennen in den Kommunen, wo die nicht am öffentlichen Netzwerk mitbauen, die nicht am Community-Netzwerk mitbauen, dass wir die quasi dazu bewegen, mit den von the Things Industries mal zu sprechen, sich das Ganze anzuschauen, was dieser Packet Broker macht, dass sie sehen, wo ihr Vorteil ist, dass wenn sie auch Zugriff damit indirekt quasi auf die auf das Community-Netzwerk haben und auf die Gateways, die wir als Communities dort draußen in Deutschland betreiben, dass auch darüber natürlich dann Daten zu ihnen wieder zurückfließen, dass sie dadurch also quasi auch Vorteile haben, also zum Beispiel Ausfallsicherheit und so weiter, dass sie sich dort anschließen und dass sie mit ihrem Zulieferer reden, dass der quasi Kompatibilität in der Ebene herstellt und im Hintergrund quasi dann die Verträge geschlossen werden, damit diese Daten ausgetauscht werden können. Wie gesagt, das Ding läuft, das ist beim The Things Industries im Hintergrund im Einsatz. Das stellt da die Brücke zwischen den Clustern her, stellt auch die Brücke zwischen V2 und V3 her. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass mittlerweile fast das komplette Backend auf V3 läuft im Community-Netzwerk, außer der Konsole. Das ist halt noch die V2-Version, also wenn ich da in der Konsole auf die Web-Oberfläche gehe. Deswegen muss ich auch zum Beispiel bei den neuen Gateways die Basic Station als Protokoll verwenden, diesen Legacy-Forwarder anklicken. Es geht eigentlich um Legacy, geht es gar nicht, sondern es geht darum einfach nur, dass es nicht der normale Weg ist, sondern dass das Backend weiß, oh, da ist Vorsicht geboten, das funktioniert sonst nicht, weil in der V2 ist es halt noch nicht eingebaut. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen quasi geplaudert, aber da gehen dann Daten von der V2 in die V3 und wieder zurück in die V2.
Aber der läuft im Hintergrund, der Packet Broker, und der funktioniert. Jeder kann sich den Code angucken. Jeder kann auch die Vorteile einfach einmal nachlesen. Das ist ziemlich spannend, das Papier, was auf LinkedIn dort, was ich dort am Anfang verlinkt habe, sich das einfach mal anzuschauen. Und wenn wir dann hingehen und sagen, unser Einsatz hier in Deutschland liegt vielleicht mehr auf dem Cluster, den selber zu betreiben und zu sehen, dass wir das Backend und die ganze Netzwerkinfrastruktur selbst in Betrieb nehmen können, dann ist das erstmal schon mal von der Hardware übersichtlich, weil wir ja nur Daten durchschubsen. Also jetzt mal so gesagt, wir haben keine riesen Datenbanken oder sowas, die noch zusätzlich dahinter Daten vorhalten und so weiter, sondern wir geben sie ja nur durch. Aber es ist natürlich schon ein extremer Aufwand auf personeller Ebene, weil wir quasi rund um die Uhr das Ganze überwachen und das Ganze am Laufen halten müssen. Und da muss dann auch irgendwie, weiß ich nicht, wie sagt man so schön, eine juristische Person her, die mit den Amsterdamern zusammen Verträge abschließen kann und solche Dinge. Soweit sind wir allerdings auch noch gar nicht, sondern das Ganze wird zurzeit noch sehr, sehr offen diskutiert. Und da möchte ich auch gerne einladen, da komme ich dann auf der letzten Folie zu, wie man uns erreichen kann und dort vielleicht auch teilzunehmen. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, dass wir dort auch weitere Aktivisten quasi benötigen. Und der dritte Punkt mit dem Data Lake ist mit Sicherheit der aufwendigste. Also wenn man jetzt mal so einen größeren, also auf ganz weit gesponnen, ein ganz großes Vorbild nimmt, dann wäre zum Beispiel sowas wie die Wikimedia, die Wikipedia in Deutschland betreibt, also die Wikimedia Foundation, wäre dann mal so ein quasi ein Vorbild, ne? Also eine Organisation schaffen, der man entsprechend Vertrauen entgegenbringt, dass auch auf kommunaler Ebene zum Beispiel Daten dort gelagert werden können. Also dass wir auch über die Zivilgesellschaft hinweg gucken, wer bei uns in kleinen Kommunen tätig ist oder mit denen zusammenarbeitet, weiß auch, dass dort gerade sehr viel an Infrastruktur gebaut wird und die haben ganz viel im Digitalisierungsbereich zu tun. IoT steht bei denen manchmal auf der Tagesordnung, manchmal auch noch nicht, aber so richtig eine Plattform im Hintergrund, über die ihre Daten verwalten können, existiert dort meistens auch noch nicht. Also da geht es natürlich dann eher so um E-Government-Sachen, wie beantrage ich meinen Personalausweis online und solche Dinge. Aber wie automatisch generierte Daten von diversen Sensoren zusammen jetzt in der Kommune auflaufen und wie die dann ausgewertet werden, das ist eigentlich noch ein nächster Step, zu dem die sich noch hinbewegen müssen. Und das ist also quasi auch noch ein weiterer Punkt, aber der ist tatsächlich, ich glaube, der aufwendigste, jetzt mal abgesehen von der Tool-Diskussion, was dort zu verwenden ist. Also ich habe hier zum Beispiel Fireware drinstehen von Frost, der Frost-Server, der vom Fraunhofer mitentwickelt wurde. Also da gibt es verschiedene Tools, die auch EU-weit in dieser Richtung eigentlich für den Einsatz geplant sind. Was da tatsächlich im Einsatz ist und was man da verwendet und wo es nachher darauf hinausläuft, das ist, glaube ich, noch ein bisschen, steht noch in den Sternen. Also das ist der letzte Punkt, der sich irgendwie umsetzen lässt. Wichtig ist tatsächlich, dass wir hinkommen und von dieser Karte, die ich da ganz am Anfang hatte, dass wir von der im Grunde genommen, dass wir von der hier wegkommen und versuchen, ein gemeinsames Netzwerk in Deutschland aufzubauen. Ja, also dass wir das Internet der Dinge schaffen und nicht ganz viele Netzwerke der Dinge, die untereinander nicht miteinander reden und oder wo wir einfach Probleme haben, sobald wir irgendwie Stadtgrenzen verlassen, dass dann irgendwie die Datenübertragung quasi abreißt, weil eigentlich der gleiche Standard gesprochen wird, eigentlich die Daten alle empfangen werden, aber dann quasi im Backend weggeworfen werden, weil wir nicht dem richtigen Netzwerk angehören. Das ist irgendwie merkwürdig und unverständlich, warum da niemand von Anfang an dran gedacht hat, dass es dort, warum das so nachgeschoben wird. Also für mich hätte das sofort irgendwie in den Standard reingehört, dass diese Netzwerke, wenn ich verschiedene Netzwerke auch aufsetze, dass die alle miteinander reden können und nicht im Nachgang erst halt Roaming, jetzt der Packet Broker, also auch dort verschiedene Lösungen irgendwie nach und nach ins Spiel kommen, sondern dass wir tatsächlich dazu kommen, dass wir diese Daten austauschen und dass wir dann auch natürlich auch sowas wie die großen Städte, die ganz eigene Lösungen zum Teil im Hintergrund haben, mit anbinden müssen. Das mag bei denen, die diese Cloud-basierten Lösungen haben, noch relativ einfach sein, weil so viele Anbieter gibt es dort nicht. Wenn man da ein, zwei von den größten schon dazu bekommt, dass die sich an den Packet Broker anbinden würden, dann wäre das einfach schon ein Riesenerfolg.
Und dann würden mit einem Schlag vielleicht auch ein paar Dutzend Stadtwerke direkt angebunden werden können. Schwierig sind, glaube ich, die komplett eigene Infrastruktur im Hintergrund einsetzen, auf eigene Infrastruktur setzen. Und da müssen wir dran arbeiten und da erhoffe ich mir tatsächlich auch noch weiteren Input aus den verschiedenen Communities, wie wir dorthin kommen, dass wir das quasi wieder einfangen in Deutschland, weil es in anderen Staaten deutlich besser funktioniert. Also das kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir in den Niederlanden einfach zum Beispiel von vornherein ein riesen Community-Netzwerk hatten und deswegen sich gar nicht die Wahl darstellte, auch noch privat irgendwie größere Netzwerke aufzubauen. Oder einfach auch, dass wie in Frankreich zum Beispiel Orange einfach grundsätzlich einer der ganz großen Telekom-Anbieter auf LoRaWAN gesetzt hat und einfach frankreichweit ein Netzwerk ausgerollt hat. In dem Moment müssen nicht die Kommunen selber alle Netzwerke schaffen. Ja? Unsere beiden großen Telekom-Kommunikationsanbieter, hier der Magenta-Riese und der Vodafone, die haben beide, setzen beide eigentlich auf Narrowband-IoT und deswegen wird es dort wahrscheinlich, also schwierig, deutschlandweit irgendwie ein Netzwerk geben, was neben dem Community-Netzwerk wirklich deutschlandweit funktioniert. Und dadurch kommt halt diese Zersplitterung leider zustande. Ne? Und da wäre es schön, wenn wir wieder an den Punkt kommen, wo ich jetzt quasi bin, dass diese Netzwerke wieder zusammen einfangen und aus denen quasi ein Großes machen, damit wir tatsächlich auch von einem Netzwerk ins andere uns begeben können. Das wäre tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich will noch ein bisschen was zur Kommunikation erzählen, wo wir zu erreichen sind. Es gibt von den Norddeutschen aus der Südschleswig-Community herausgegründet die IoT User Group Deutschland. Die findet man unter iot-usergroup.de. Dort gibt es auch einen Matrix-Channel, iot.de, Matrix und so weiter, wie ich das jetzt hier verlinkt habe. Das sind die Standard-Kommunikationskanäle, über die man diese ganzen Bemühungen erreichen kann und gerne da den Matrix-Channel gerade folgen oder da dort sich mit einbringen. Da werden entsprechend dann auch die nächsten Termine, wenn die nächsten Videokonferenzen anstehen, veröffentlicht, genauso wie auf dem Twitter-Account von TTN Null Island. Der dankenswerterweise vom Alex aus Stuttgart ins Leben gerufen wurde. An der Stelle ist sowieso nochmal zu sagen, dass ich jetzt hier vielleicht Werbung für das Ganze mache, aber am Ende genommen stecken da natürlich deutlich mehr Personen dahinter. Also den Alex aus Stuttgart habe ich gerade schon erwähnt, der das Null Island ins Leben gerufen hat. Oben auch von den Norddeutschen wäre das zum Beispiel der Frank Razio vom Nucleon e.V., aber da gibt es auch natürlich noch einen Haufen mehr Mitstreiter von ihm. Und wenn wir über den Cluster reden, da gehen viele der Kontakte zurzeit über den Jörg Martin und den Steffen aus TTN Mitteldeutschland. Also man sieht schon quasi, halb Deutschland ist irgendwie dran beteiligt. Und da geht es auch aus Moers, aus Recklinghausen, die Kollegen. Also da sind im Hintergrund verschiedene Communities mit am Start, die quasi das Ganze versuchen zu pushen. Und mittlerweile, ich hatte ich gehe mal einmal kurz einen Schritt zurück, die anderen Cluster, die betrieben werden. Ich habe Kontakt zum Beispiel mit zur Catherine McManus. Das ist eine der Chefinnen quasi von Meshed in Australien. Die habe ich auch auf der Konferenz getroffen. Und wir tauschen uns quasi aus, wie die Aufwände aussehen, was für Infrastrukturen wir im Hintergrund benötigen, was dort alles nötig ist. Da laufen natürlich im Hintergrund schon ganz viele Dinge. Und da kann man sich halt gerne dranhängen. Und gerade wenn man so ein bisschen schon weiter ist, also jetzt nicht so gerade seinen ersten Tracker irgendwie gebastelt hat, das ist auch super schön und dass das in den Communities immer weitergetrieben wird, dass dort die kleinen Projekte weitergehen. Hierfür ist halt ein bisschen, wie soll ich sagen, Fachwissen vielleicht im Hintergrund noch nötig. Also wer so ein Kubernetes-Cluster orchestrieren kann, wer in der LoRaWAN-Akademie irgendwie ohne Punktverlust durch ist oder wer MQTT einfach so rückwärts lesen kann, das ist derjenige, die wir benötigen, damit wir diese Pläne hier quasi umsetzen können und nachher auch handeln können.
Und da habe ich dann zum Abschluss noch zwei Links, zum Beispiel auf den Packet Broker. Bei dem findet man dann auch die weiteren Links auf das Manifest. Es gibt wieder ein Manifest dazu und natürlich in das GitHub hinein. Und der LoRaWAN-Stack, der V3-Stack, wer sich den mal anschauen möchte, auch der ist natürlich auf GitHub, der ist Open Source, also das ist alles ein bisschen containert. Wer sich damit ein bisschen auskennt, der kann den gerne in einer virtuellen Maschine oder auf einem privaten Server einfach mal aufsetzen. Man hat halt kein Backend in dem Sinne, wie es, also ein Web-Backend gibt es noch nicht, deswegen verwendet auch The Things Industries nach wie vor das V2-Backend im Community-Netzwerk, aber man kann natürlich über die Konsole diverse Gateways einrichten, auch Sensoren einrichten und da fließen dann auch schon ganz schön Daten durch und so kann jeder damit einfach mal ein bisschen herumspielen und ein bisschen Erfahrung sammeln, das ist auch ganz wichtig, diese Menschen, die da mit Erfahrung gesammelt haben, die wären klasse, wenn die sich in Zukunft quasi melden würden und mit uns zusammen diese Bemühungen nach vorne bringen und diese Bemühungen tatsächlich, auch tatsächlich dann auch umsetzen. Ja, zurzeit ist noch sehr viel in der Planungsphase. Es gibt einzelne Versuche, gab es natürlich schon, es gibt verschiedene Gespräche dazu, aber richtig umgesetzt ist das Ganze noch nicht. Und wer sich jetzt noch mit einbringen möchte, das ist jetzt der Werbeaufruf im Grunde genommen, wer sich damit einbringen möchte, dafür würden wir uns sehr drüber freuen, damit das einfach auf breiterer Basis steht. Jetzt bin ich ziemlich durchgaloppiert, muss ich sagen, fällt mir gerade ein, eigentlich viel zu früh. Dadurch, dass ich da eigentlich der Letzte heute in diesem Hörsaal bin, hätte ich mir eigentlich viel, viel mehr Zeit lassen können. Aber eigentlich bin ich tatsächlich jetzt schon durch. Ich frag mal in das Big Blue Button hinein, ob es da quasi Fragen zu dem Ganzen gibt. Dann würde ich mich freuen, wenn sich dort jemand direkt meldet und wir vielleicht einfach über ein paar Details noch irgendwie Fragen klären können. So. Okay, vielen Dank schon mal für den Vortrag. Es gab bisher drei Fragen, drei kleine Fragen. Wer eine Frage stellen will, kann gerne dem Big Blue Button beitreten, um im Chat eine Frage zu stellen. Ja. Die eine Frage war, also ein deutschlandweites Netz wäre eher sinnvoll als ein kleines, einzelnes, lokales Netzwerk. Ja, das hat, ich hoffe, ich bin jetzt auch wieder hörbar im Big Blue Button. Das hat Vorteile, deutschlandweite Netzwerke. Also wenn ich zum Beispiel an Fahrradverleihe denke, die irgendwie ihre Daten tracken wollen. Das funktioniert natürlich gut, wenn ich jetzt bei mir in der Region von Siegburg das Fahrrad ausleihe und mal nach Köln fahre und dann wieder zurückfahre, wenn das Ganze auf dem ganzen Weg funktioniert. Wenn das nicht an der Grenze vom Rhein-Sieg-Kreis aufhört und in Köln ein anderes Netzwerk ist, die Daten nicht mehr übertragen werden und wieder ich quasi, obwohl es eigentlich der gleiche dort ein Netzwerk existiert, das den gleichen Standard verwendet, aber wo die Daten einfach im Hintergrund nicht miteinander getauscht werden. Das wäre total schade. Da geht es nicht darum, eine riesen Community, wo alles drüber läuft, irgendwie zu machen, sondern tatsächlich dezentral weiter. Die Communities arbeiten vor Ort, bringen sich ein und wir binden quasi die ganzen Stadtwerke, Netzwerke und so weiter mit zusammen ein. Und am Ende haben wir eine Infrastruktur, die deswegen auch dann das Internet der Dinge ist, also die untereinander die Daten austauschen und kommen damit dann auf ein ganz großes Netzwerk. Ja. Die nächste Frage lautet, jemand würde gerne mitmachen, aber fragt sich immer noch, bei welcher Community er sich melden soll. Oder sie. Genau. Also ich komme hier aus dem Rhein-Sieg-Kreis, aber wie ich das auch eben schon genannt habe, es gibt Leute aus Mitteldeutschland, Norddeutschland, Süddeutschland, überall, die dort mitstreiten, die dort teilnehmen. Am besten ist tatsächlich... ich weiß nicht, meinen Vortrag sieht man, glaube ich, gerade nicht mehr, aber die IoT User Group, iot-usergroup.de, das ist die Seite, die vom Nucleon e.V. in Norddeutschland betrieben wird. Die haben sich so quasi als Kommunikationszentrum zur Verfügung gestellt. Wir nutzen aber auch dann ganz andere Tools. Wir waren schon mal im Jitsi von den Freifunkern in München, wo wir uns getroffen haben und so weiter. Also das wird über diese User Group quasi, über den Matrix-Kanal dort und über den Twitter-Account von TTN Null Island, wenn man dem folgt,
Dann werden da, dort werden die nächsten virtuellen Treffen, also wir haben ja zurzeit Corona und natürlich haben wir nicht nur Corona, sondern wir arbeiten ja deutschlandweit zusammen, deswegen machen wir das Ganze virtuell, werden diese virtuellen Treffen angekündigt und an diesen Treffen kann natürlich gerne jeder, der gerne Bock hat, daran teilzunehmen. Das spielt keine Rolle, in welcher Community er tätig ist, ob er überhaupt in der Community tätig ist, spielt auch keine Rolle. Kann einfach nur jeder, der möchte und der glaubt, der könnte etwas dazu beitragen, ist natürlich herzlich willkommen. Okay, jetzt noch einmal die Frage, ob dieses Clustering, dieses internationale Netzwerk nicht sowieso schon über das The Things Network realisiert wird, solange der Gateway öffentlich ist. Ja, Gateways, die wir öffentlich in das The Things Network hängen, sind offen für andere, die im The Things Network sind. Jetzt gibt es hier, ich muss nur in die Nachbarkommune Bonn gucken, aber es gibt auch ganz viele andere, bei denen die Stadtwerke eigene private LoRaWAN-Netzwerke aufbauen. Zum Teil öffnen die die auch wieder. Also das heißt, ich kann mir bei denen einen Account besorgen, also auch als Zivilbürger und dort Geräte über deren Netzwerk betreiben. Aber diese Geräte sprechen zurzeit nicht mit dem The Things Network. Das heißt, wenn ich ein Gateway aus der Reichweite meines Gateways heraus mit der Node mich in die Reichweite eines Gateways von denen begebe, würden die Daten empfangen, aber nicht über das The Things Network mir wieder zurückgeben, sondern die gehen einfach verloren. Die wären weg. Und umgekehrt ist das natürlich auch der Fall. Also deren Nodes, wenn die in die Reichweite von Gateways vom Community-Netzwerk kommen, dann werden auch deren Daten einfach weggeworfen und nicht wieder zurück an deren Netzwerkinfrastruktur im Hintergrund geschrieben. Dafür ist dieser Packet Broker da, der untereinander zwischen den Netzwerken quasi Daten hin und her schieben kann. Der ist im Hintergrund eh schon im Einsatz beim The Things Network, um die einzelnen Cluster zu verbinden, also Europa, Asien, Afrika, UK, die Schweiz, hier Meshed in Australien. Die werden schon über diesen IoT Broker quasi hinten zusammengeknüpft. Schön wäre das, wenn wir jetzt auch noch, ich wollte sie eigentlich nicht nennen, aber wenn wir mit Zenner reden, wenn wir mit L'Oreal reden, wenn wir mit den Smart Makers reden, also mit diesen ganzen Anbietern auf dem deutschen Markt, die hier Netzwerke aufbauen und betreiben, gerade in kommunaler und Stadtwerkehand, dass wir auch mit denen Daten austauschen würden. Dann hätten wir am Ende quasi ein großes Netzwerk, was vielleicht von ganz unterschiedlichen Menschen, also auch von Unternehmen, von Stadtwerken, von Communities betrieben wird, die aber miteinander sprechen. Ja, also zurzeit ist es ein bisschen so, als wenn ich bei Telekom Kunde bin und dann kann ich auch nur das Telekom Internet Webportal, also Webseite verwenden und komme nicht auf die Google Seite und umgekehrt. Ja, also die sprechen zurzeit nicht miteinander, die Server im Hintergrund. Und das, was im Internet für uns völlig selbstverständlich ist, sollte halt auch im Internet der Dinge, also damit wir das IoT nennen, sollte das auch dort genauso funktionieren. Und zurzeit funktioniert es nicht. Und das ist halt ein bisschen schade. So. Okay, dann würde ich sagen, wir warten noch mal ein paar Sekunden, ob noch eine Frage reinkommt. Ansonsten würde ich mich schon mal ganz herzlich für diesen sehr guten und informativen Talk bedanken und hoffe, dass vielleicht nächstes Jahr zu dieser Zeit schon einer der Punkte abgehakt sein wird. Aber da kam noch eine Frage rein. Eine Sekunde. Mhm. Ich habe unten das jetzt gelesen mit dem OK Lab in Bonn. Ja, das? Okay, das war eher eine Aussage. Dann. Ja, da kann ich auch gerade aber noch was zu sagen. Also ich lese dir selbst mal vor. Beim letzten OK Lab, OK ist die ist das Open Knowledge Lab der Open Knowledge Foundation. Da haben wir auch in Bonn eine Gruppe, die sich dort regelmäßig trifft. Und Sven ist dort einer der Initiatoren. Hat das vorgestellt, wie das in Bonn gehandhabt wird. In Bonn hat die Stadt Bonn schlauerweise den Stadtwerken direkt vorgeschrieben und gesagt, hallo, wir haben eine Community und wir möchten gerne, dass das Ganze offen gehandhabt wird. Das heißt, das Netzwerk in Bonn, was ein privates Netzwerk zurzeit ist, soll so geöffnet werden, dass Community, also Zivilgesellschaft, aber auch die Hochschulen und so weiter, dieses Netzwerk nutzen können. Wie das konkret aussieht, ist dort aber noch nicht klar. Also ob es dort eine eigene Webseite gibt, an der man sich dann anmelden muss im Backend und die Daten und die Sensoren quasi in dieses Netzwerk von denen integriert,
dann funktioniert das so lange offen, solange ich in Bonn bin. Aber dann reden die immer noch nicht mit dem großen Community-Netzwerk, was es in Deutschland quasi gibt, wo diese ganzen einzelnen The Things Network Communen sind. Oder ob die tatsächlich vorhaben, dieses Netzwerk zu verknüpfen mit dem The Things Network. Das war ein Punkt, der noch nicht wirklich geklärt ist, soweit wie ich das bis jetzt, mein Kenntnisstand an der Stelle. Gut. Okay, dann werden jetzt keine weiteren Fragen mehr reinkommen. Vielen Dank für den Vortrag. Danke auch, ja. Ja, und vielleicht hältst du nächstes Jahr einen Update-Talk oder so zu dem Thema. Es würde mich freuen, wenn sich bis dahin was bewegt hat. Ich hoffe halt, dass wir trotz Corona dort intensiv weiterarbeiten können. Es sieht ja so aus, dass leider ein paar der Folgeveranstaltungen, wir hätten uns sicher sonst gerne auf dem 37C3 richtig getroffen, dass das Ganze ja auch wieder alles virtuell stattfinden wird. Ich hoffe, dass wir trotzdem den Elan behalten, dass wir nächstes Jahr schon ein Positives vermelden können.